Hoffentlich verkackst du jetzt. Johnny Depp. Weil der soll verkacken. Ja klar, der macht das jetzt, weißt du? Hoffentlich nicht. Nein, er hat's geschafft. Super. Willst du aufgeben oder? Versuch's noch zwei, dreimal. Okay. Alter! Oh, ich hab Angst! Oh, René! Wo bist du, René? Ich hab Angst! Ich muss bei dir sein! Du tust jetzt so, als wenn du selber läufst. Es ist gruselig. Alter, wer macht sowas? Oh, es ist gruselig. So, da bin ich, genau. Leck mich. Du hast mich am Ende gern. Ich hab Angst. Weißt du, mach das aus, Basi. Ich zitter schon. Ich wollte meine Ruhe haben für die Minis. Ja, weißt du, was du so eine Aufnahme total zerstört? Ich zittere. Ich zittere. Ah. 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 Gott, ey. Bist du eine Pussy, ey. Ich hab Angst. Ernst? Mach das aus. Hat erst recht Flo mit seinem Scheiß singen. Ich hab aufgehört, aber scheißegal. Ich hab Angst. Hab Angst, Mami. Boah, nein. Da ist Husten. Hoffe, du hattest Spaß. Alter Flo. Mach es nicht mehr an, ich hab Angst. Feiner Witz. Also René, wenn du aufgeben willst, dann sag Bescheid. Okay. Will es aber trotzdem sich nicht zu sagen. Also halt du mal die Schnauze, du hast ganz ehrlich geredet. Ja, ja. Aber nur weil ich Ruhe haben wollte. Ja, ja. So. Hat er die jetzt geschafft oder hat er aufgegeben? Das weiß ich. Sehe ich so aus, als hätte ich es geschafft? Nein. Okay, nein, du hattest es nicht geschafft. Musik? Ey, das Schild, das Schild. Ach ja, Aufgeh. Mann! Ja, pass, ich spring einfach. Hey! Alter! Was ist das denn für Eiche? Deine Bade, Putzbätzen. Putzenbätzen, Putzenbätzen. Boah! Alter! Mann, wo war denn mein letztes Game Mode? Kein Bock mehr zu reden, Pasi? Wieso? Weil du nicht redest. Bei dir muss man ja noch Bescheid wissen. Was soll ich denn hier sagen jetzt? Oh ja, boah, ich hab den Sprung jetzt voll verkackt, aber oh komm, ich versuch's nochmal. Oh und oh mein Gott, wer hat denn. Man jetzt Player kann sprechen, während er spielt. Zum Beispiel. Ja, wenn René doch seine Ablasse da. Da lässt du recht doch. Ablasse? Was? Deine Sprüche. Was sind denn Ablasse, Junge? Sind die Sprüche, hat er doch gerade gesagt, Mann. Ja, aber trotzdem Ablasse. Wo kommt da nochmal so ein Alter. Ich schätze mal schon. Steht ja wahrscheinlich die ganze Zeit aus den Sprüngen. Schätze ich mal, ne? Oh Gott. Das sind scheiß Sprünge, ey. Sag bloß. Richtig hinsetzen. Okay. Jetzt schaff ich's. Sicher. Wie hast du den denn gemacht? Tja, ich sag's doch jetzt, Chavis. Bist du vom Rand ausgesprungen? Fail. Flo? Hä? Das ist Geheimnis. Boah. Fail. Betriebsgeheimnis. Haltgeheimnis ist das. Wer hat die Musik angemacht? Das war das Geräusch von der großen Höhle. Ach so, ich dachte schon. Kriegt schon Panik, ey. Ja, was denn? Das war voll creepy. Das war richtig creepy, ey. Übelst. Das war eine Creepypasta. Nein, das war einfach nur creepy. Das war echt unlustig für mich. Ey. Irgendwie schon. Na, wenigstens sage ich was. Ja, aber unlustige Sachen sind genauso gut wie keine. Ich schick langsam Krampf im Finger, ey. Dann locker ihn. Nein! Ah. Ja! Und ja. Florian! Ja! Mist. Oh nein! Sind das nur solche Sprünge? Ja, nee. Rate mal, René.
Ja, los rate, René. Hä? Ja, los rate. Ich schätze ja. Stimmt das, Pasi? Nee. Oh. Boah. Du bist echt gut in Raten, René. Immer ein bisschen anders. Ja, aber theoretisch ist es das gleiche. Es gibt nur einmal so einen richtig, richtig schweren Schuss. Boah! Aber es ist theoretisch. Der hier, ne, Pasi? Ja. Boah! Theoretisch ist es das gleiche Prinzip, oder? Nein, die werden leichter. Sie werden alter. Ich meine aber das Prinzip, nicht die Schwierigkeitsstufe. Ja, um Ecken springen halt. Ja, das meine ich ja. Das meine ich halt. Mann! Fail. Boah, aber wenigstens geht's, ne? Macht wenigstens mehr Spaß als das gerade. Oh ja. Wo wirklich kein Plan war, wie das gehen soll. Boah! Zum Glück hat er nicht mit Fackeln gespart, der bleibt etwas schneller. Ja. Zum Glück ist das auch alles mit Glas bedeckt. Ja, trotzdem. Kann wenigstens Fackeln machen. Boah. Ich hab das ganze Zeit gesucht in meinem Verlauf. Auch, aber ich war ja eigentlich vergessen. Man, Ida, Nikki, One, Four, Make a Stand, Four. Dance, come on. Nein! Wurdet ihr schon mal auf dem Jahrmarkt verarscht? Nein. Nein. Oh. Du? Meine Schwester und ich waren immer bei so einem, Greifer. Wir haben einfach nur gefragt, du. Eine Antwort. Ich darf doch wohl eine Geschichte erzählen, ey. Ich darf doch wohl eine Geschichte erzählen. Ja, aber das hat nicht auf die Frage gepasst. Ja, mit der Geschichte antworte ich. Du hattest gefragt, wurden wir schon mal verarscht? Wir haben Nein gesagt. Ganz ruhig, Nein. Und du kommst. Ja, dann bring doch mal was ins Let's Play. Dann bring doch mal ein Thema ins Let's Play, Gott. Dieser Sprung ist scheiße. Ja. Da ist mein Thema. Geschafft. Ah nein, hier bin ich runtergekommen. Komplett geschafft, ne? Ja, diesen einen schweren Sprung habe ich geschafft. Dann habe ich bei einem leichten Versuch. Und wie wurdest du verarscht, René? Nee, jetzt will ich nicht mehr. Okay. Ist mir recht eigentlich. Okay, jetzt was interessant. Pasi, was war dein erstes FIFA? Oh Gott, das ist doch nichts Interessantes. Ja, interessanter als deine Lebensgeschichte. FIFA 06 für den DS. Weil in deinem Leben ist noch nichts Gutes passiert anscheinend. Wenn du auf dem Jahrmarkt verarscht wurdest. Noch für den DS? Ja. Erst dann hast du dir ein FIFA-Spiel geholt. Ich hatte für die PlayStation. Nein. Für den alten Nintendo FIFA 2002. Oder FIFA. Du hast DS gesagt. Ich hatte 98. Ja, vertan. Ich hatte FIFA 1998. Ich hatte FIFA 1998 für die PlayStation 1. Ich hatte mein erstes für die PS2 erst. Ja, das ist auch scheiße in FIFA. Aber erst für den DS. Bist du dumm? Ja, was denn? Der DS kam später als die PS2. Ja, aber PS2 ist auch, ist aber auch schon etwas. Welches FIFA hattest du denn? Ich glaube, das war noch 2002. Glaube ich, war angeblich. Ehrlich gesagt, gerade verstanden. Ach so, okay. Also das ist das erste Mal, was wir gesagt haben. Deswegen habe ich auch gesagt, erst bei der DS. Also bei, ich fand das komisch, ich hatte irgendwie so ein komisches, also ich hatte das Spiel von einem Kumpel gekriegt, geschenkt gekriegt, glaube ich sogar. Und das, ich konnte irgendwie nur Brasilien gegen Argentinien spielen. Was? Und ich, also ich, wenn ich auf Spielen geklickt habe, dann konnte ich immer nur Brasilien gegen Argentinien. Ja, und das war ziemlich öde. Oh, Flo, bist du richtig weit? Nein. Na, wo bist du denn? Am Anfang. Oh. Jetzt ist es dabei dem Schweren. Ja, geschafft? Ja. Das ist jetzt genau die gleiche Frage wie gerade, als du dich voll aufgeregt hast. Mit dem Aufknallgeräusch.
Fragen wiederholen. Du hast dich gerade aufgeregt, dass ich gefragt habe, ob du es geschafft hast, weil dieses Aufknallgeräusch kam. Tut mir leid, mein Mikro ist sonst aus. Ey, das nervt voll, dass man hier immer im Kreis rennen muss, ne? Ja, da konntest du mir gar nicht zustellen, dass ich mich aufgeregt habe. Du weißt ja selber nicht, wann das Geräusch kam. Doch, ich merk's ja. Ja, genau, du hörst mein Geräusch nicht, aber. Aber wenn man doch selber Schaden kriegt. Ja, aber das Geräusch kommt manchmal später, wenn es ein bisschen buggt oder leckt oder schneckt. Gibt es. Minecraft ist leider noch ein bisschen buggy. Bisschen? Genau wie jedes andere Spiel. Also die Server meinst du? Es gibt kein Spiel, was ganz unbuggy ist. Nicht ganz unbuggy ist. Oh ja. Gib mir ein Spiel, wo nicht ein Bug drin ist. Hab ich noch nie behauptet. Das war eine Frage. Er hat ein neues Thema eröffnet. Aber ich glaube nicht, dass es so eins gibt. Nee. Gibt es auch nicht. Ich frag mich, ob es das irgendwann mal geben wird. Nein, wird es nicht. Also, es wird immer ganz, ganz kleine Bugs geben, die man einfach nicht rausmacht. Weil so, es zu viel Zeit und zu viel Geld kostet. Lichtbug oder sowas. Das sind die beschissen. Oder so, dass man vielleicht einen halben Millimeter über dem Boden ist. Wow, den Schweren geschafft. Wow, habe ich heute noch gar nicht. Hast du auch nicht? Doch. Diesen hier. Ja, den. Den habe ich schon geschafft. Alter, nicht den zweiten Sprung jetzt? Ja, ich weiß, welchen du meinst. Und danach kommt noch so ein Asi-Sprung. Ja, genau. Den habe ich geschafft. Also nicht den danach, sondern den, wo René war. Respekt. Aber René hat den Sprung nach diesem geschafft und danach. Pazzi! Was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Dass er noch ein Sprung weiter war. Das kannst du gar nicht wissen! Du hast gesagt, dass du nach diesem Sprung verkackt hast. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchem Sprung ihr seid. Wenn ich ehrlich bin. Ja, ich weiß auch nicht, wo Pazzi gerade ist. Der ist hier gerade am Anfang. Ich meine bei den Sprüngen, du Schlaukopf. Das war Sarkasmus von mir. Ja, hat man leider nicht rausgehört. Och, Mann. Schwuchtel. Wird hier wieder gebettelt, ey. Voll das Battle, ey. Ich hab dir einen Hieb gegeben und du liegst, ey. Okay, der war schlecht. Fuck die Balboa, ey. Ist so, ey. Ein Hieb und dieser komische Russe ist voll unsicher gewesen. Das ist kein Mensch. Ich weiß, was er jetzt gesagt hat, ey. Es hat Stahl. Stell dir mal vor, die hätten mit blanken Fäusten gekämpft. Das wäre echt heftig. Ist ja voll mehr, viel mehr Damage dann. Ernsthaft, René? Ich hatte auch mal so ein Boxspiel für die PlayStation 1. Ja, meinst du? Da hatte man irgendwie so einen Boxkampf. Und danach musste man am Sandsack trainieren oder an so einen ganz kleinen Sack. Und danach hatte man wieder einen Boxkampf und das ging immer so weiter. Ich fand immer die Eishockey-Spiele irgendwie voll witzig. Ich hab für die eins. PlayStation 1. Ich hab so eins. Ja, das haben wir ja bei dir auch letztens nochmal eins gespielt. Das war aber voll witzig. Ich hab ein Eishockey-Spiel für die Xbox. Weil. Ach ja, stimmt. Kannst ja Let's Playen. Haha. Hab ich mir vor kurzem mal geholt. Schwuchtel. Ey! Bam! Und. Bam! Oh. Hey! Ich war beim Sprung! Sei nicht schlagen, ne? Wir sind jetzt quitt, sag ich mal. Quid pro quo. Hier bei Minecraft, da muss man immer. Da mache ich keine. Da fucke ich nicht lange. Oh, Pazzi, wie oft du in dieser Aufnahme AFK bist, ey. Ich war nicht AFK, ich habe meine Hände ausgeruht. Ja, das ist doch AFK. Okay, nicht ganz. Deine Hände waren AFK. Ich habe meine Finger noch auf der Tastatur gehabt. Ach so, okay. Ich habe aber gerade Hände gesagt, ne? Finger sind nicht Hände. Da muss schon die ganze Hand mit der Handfläche und so. Bin ich auch, wenn ich so zocke nicht. Dann wäre ich ja immer AFK. Ja? Ja, dann bist du halt die ganze Zeit AFK. Also ich bin die ganze Zeit am Keyboard.